Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Ben and Ed. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part. Ein kleines Jubiläum hier, der 20. ist es mittlerweile geworden. Unglaublich, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so lange daran sitzen würde. Aber gut, Unfähigkeit gepaart mit perfidem Leveldesign. Ja, dann geht das schon, ne? Aber was soll's. Das letzte Mal habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich endlich diese Floßfahrt da hinter mich gebracht hatte und geschafft habe. Aber ihr könnt euch vielleicht noch an den Sneak Peek erinnern, der war auch nicht so schön. Aber mein Gott, wir müssen ja jedes Level machen. Von daher, gleich nochmal rein hier. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und mir einmal mehr eine Engelsgeduld, die ich mittlerweile schon sehr, sehr häufig verloren habe. Also irgendwie waren mir dann die Boxhandschuhe doch lieber. Ehrlich gesagt. Ui. Vorsicht. Nee, warte, wir warten nochmal. So. Ha! Ja, genau. Ach stimmt, da war ja was. Ganz vergessen. Da war ja was. Ah, nein. Ah, nein, nein, nein. Och, nö. Och, Mist. Naja, immerhin das Fleisch noch gerettet. Also. Ja, wie gesagt, ich hätte echt nicht erwartet, oder ich hatte nicht erwartet, dass ich hier so lange zugange sein würde. Okay. Oh. Na gut, das funktioniert offenbar nicht. So. Au. Wieso kann ich hier nicht... Okay, die Position sieht ein bisschen schmerzhaft aus. Wieso kann ich hier nicht mehr aufstehen, wollte ich nur sagen. Ja, okay, ich glaube, die ersten drei auf einmal, das geht nicht. Oh. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was denn? Warum denn? Was so? Wieso? Was so? Ja, ja. Deutsch. So. Hör. Boah, wie... Ach, nö. Oh, oh Mann. Das war komisch. Oh, Mann. Kurz vor der Ziellinie. Also, was heißt Ziellinie? Etappenziel. Oh, aufstehen. Okay. Das ist aber halt auch so eine Kettenreaktion. Wenn du einmal da irgendwo hängen bleibst, dann ist sofort Schicht im Schacht hier. Oder relativ. Puh. Okay, so und jetzt bitteschön mit etwas mehr. So, geht doch. Das fängt gut an. Aber immerhin mal ein Checkpoint. Nach 4 Minuten. Junge, Junge. Dachte mir noch. Also nein, dachte ich mir tatsächlich. Ich dachte mir noch, was soll das jetzt hier? Moment mal. Oh, gemein. Gemein. Au. Au. Das war mein guter Arm. Man überlebt das sogar, also von den Stacheln, man wird echt nur geschubst. Ja, dann möchte ich bitte wieder den Boxhandschuh, den fand ich cool. Ah, weg! Weg! Au! Come on! Au!
Au. Oh Mann. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Sneaker bereit. Das könnte wieder ein bisschen länger dauern. Sneakers eigentlich. Nein, ich werde nicht bezahlt. Ich glaube, ich habe, weiß nicht, 10 Jahre keine Sneakers mehr. Generell Schokoriegel. Ah, Mann. Ah! Come on. Konzentration. Okay. Hahaha! 20 Sekunden vor! Okay, komm, Konzentration! Konzentrier dich! Ja, wenn das dabei rauskommt, ja, dann gute Nacht. Das ist aber echt nicht einfach! Das ist nicht einfach! Auch wenn es vielleicht so aussieht. Beziehungsweise ziemlich sicher. Goddammit, dieses beschissene Scheißmesser! Was hätte das noch sein müssen? Ey, das ist doch nicht zu glauben. Spring ich immer noch zu spät weg. Oder zu früh. Oder gar nicht. Also das Spiel hat mich echt so ein bisschen gebrochen. Das hat es tatsächlich geschafft, dass ich relativ gefrustet. Ach, das geht noch. Wobei, wir sind langsam unterwegs, wollte ich noch sagen. Wie früh man da schon... Ach, es ist halt ein Traum. Es ist echt ein Traum. Da oben wäre sogar wieder ein Checkpoint. Da ist so... Irgendwo wäre doch das sicher Dosenfleisch, aber... Nee, 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 Moment, von der Seite komme ich nicht hin. Das kann ich knicken. Weg, 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 weg. Yeah! Wuhu! Scheiß drauf, hier von wegen. Ja, du warst aber nicht komplett beim Checkpoint. Er macht es doch selbst, ey, ehrlich. Das sieht so verdächtig. Ach, ja klar, es wird immer besser. Es wird immer besser. Kann ich da nicht langlaufen da oben? Haha. Oh. Naja. Das haben wir nämlich auch mal gelernt vor ein paar Parts, dass man an den Sägen da, an den Leisten. Jetzt haben wir wohl die Tür geöffnet, ne? Da hinten. Ja, gut, zurückkommen wird jetzt wahrscheinlich. Oh ja. Ich wollte noch sagen. Naja. Geht noch. Huh. Okay, geht nicht mehr. Nehm alles zurück. Aber immerhin. Ach ja, natürlich. Es darf auch mal wieder ein bisschen dunkel sein, damit man gar nichts sieht. Aber wohin geht. Täglich grüßt das Fail-Getier. Ach Mist. Ja, was denn, Ed? Hallo, da geht doch. Ja, wollte gerade sagen, da geht doch noch was. Ja, also einen Vorteil hat es ja, wenn man nur noch so halb, ne? Der fehlt. Ah, huh. Ja. Au. Au. Das war nicht sehr höflich. Ich möchte es nur mal so anmerken. Gott, da ist wieder. Hä?
da brauche ich da beide oder was? Oh Mann! Oder war da ein anderer Weg? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Genauso wenig wie dieses scheiß Kackmesser, weil es hier ja so hell ist und so freundlich und Licht und ach. Hast du nicht gesehen? Oh, ist das so kacke. Ich lerne es aber auch nicht. Das gibt's doch nicht, jetzt komme ich da nicht mehr rüber, oder was? Kann ich was? Oder müsste ich von der Seite springen? Ja, ist einfacher, zugegeben. Ach, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Oh, Mann. Okay, mit einem Bein komme ich da nicht mehr rüber. Ah, verdammt nochmal, wenn ich da durchkäme, dann könnte schon wieder einfaches. Ey, wie oft mir das passiert, dass ich einfach viel zu früh abspringe. Warum und weshalb? Also, ich weiß schon warum. Ungeduld hat. Holt mal einen Techniker und packt da mal eine beschissene eine Lampe hin. Irgendwo da ins Eck. Hier. Hier. Da. Packt eine beschissene Lampe hin. Danke. Aber das heißt noch gar nichts. Erstmal hier durchkommen, ohne runtergeschubst zu werden. Ja, geil. Ich glaube, da muss ich hinten rumspringen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Leute. Ich wollte auf die zweite rote Fläche. Hat auch wunderbar geklappt, wie ihr gesehen habt. Also so toll ich das Spiel finde, und das meine ich jetzt echt so, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, vieles ist meine Schuld. Ich meine, eigentlich so ziemlich. Oh, komm! Muss ich jedes Mal unterstreichen. Meine Unfähigkeit. Ich sehe da keinen Zwischenraum. Wo soll ich denn da stehen bleiben? Ja. Geiler Scheiß! Ah, Moment, das geht noch. Ah, puh. Ich wollte schon auf Enter wieder kloppen. Ja, das dachte ich mir nämlich, dass das nicht geht. Ich wollte jetzt hinten rumspringen. Ja, aber wie zum Geier soll ich dann... Also, das ist mir dann doch ein kleines Rätsel. Fuck off. Komm. Oh, puh.
Ja, das war jetzt extrem lucky, aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das jetzt sonst hätte machen. Ja, ich hätte jetzt losschreien können, aber das bringt ja eh nichts. Ich raff's nicht. Muss ich einfach schnell genug sein? Dass ich beide überwinde auf einmal? Wahrscheinlich, ne? Weil, ne, ich raff das System doch nicht. Na gut. Ich krieg langsam Kopfschmerzen. Ja, spring doch nicht in die falsche Richtung. Dass ich halt auch immer dieses Timing genauso erwische, dass ich genau reinhüpfe. Das ist ein Traum. Verstehe, okay. Es war eine Hechtrolle. Okay, ich kann ja viel dem Spiel zuschreiben, aber die besten Geschichten schreibe immer noch ich. Das ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Aber wenigstens habe ich jetzt, glaube ich, das Prinzip verstanden. Ich glaube es zumindest. Ja, irgendwie war das jetzt komisch. Ich glaube, ich hatte keinen Bodenkontakt. Also ich konnte jetzt nicht, ich konnte keine Rolle ausführen. Gedrückt hatte ich. Naja. Alles gut. Nur ein Kratzer. So. Komm schon. Dieses Gesicht von Hans Showmaster, ne? Das werde ich auch nie wieder rauskriegen. Nie wieder. Es wird auf immer und ewig in meine Netzhaut eingebrannt sein. Nicht wie eigentlich notwendig, aber. Oh Gott! Boah! Wenigstens etwas. Ah, wenigstens etwas. Mit viel Glück den Checkpoint aktiviert. Dankeschön. Dankeschön. Was wird das denn hier? Was ist das denn hier? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mal. Das sah aber eigentlich nicht danach aus, als wäre hier. Ich weiß schon, wahrscheinlich sollte man den Kopf rüberwerfen, aber. Es sah eigentlich aus, als könnte ich da stehen. Dann hätte ich ja durchrollen können, oder? Jetzt nochmal. Ach so, kann ich. Nicht, na gut. Wow. Bester Wurf ever. Bester Wurf ever. Aber wenigstens mal wieder was Neues. Ich bin ja schon über Kleinigkeiten erfreut, dankbar. Weiß nicht, was noch. Jetzt hör aber auf. Ehrlich jetzt, Kai, hör auf damit. Hör auf mit der Scheiße. Und sprich nicht in der. Was war das denn? Wieso konnte ich nicht springen? Und ja, ich hab gedrückt. Ich schwöre.
Wahrscheinlich hier wegen der kleinen Spalte da. Ich bin mit dem Turnschuh hängen geblieben. Es ist halt nicht zu glauben. Ah, wobei, okay. Auf die... nicht so elegante Art und Weise hat es funktioniert. Wenn auch nicht sehr weit. Okay, mal wieder sägen. Damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ja, fein, fein. Das heißt, ich muss auch noch genau in die Mitte treffen, oder wie? War da überhaupt Platz für einen Kopf in der Mitte? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Okay. Sieht man auch nicht alle Tage. Ich bezweifle, dass das Absicht von den Entwicklern war, dass sie hier den Spielern die Möglichkeit nehmen wollten, an der Seite da lang zu... ich weiß es nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Achso, nee, nee, da ist schon an der Seite. Ja, aber... ach, wir sind schon über 22 Minuten, das habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Die Zeit vergeht echt wie im Flug. Und das ist nicht gelogen. Hatte ich überhaupt nicht gemerkt jetzt. Ja, ich weiß jetzt nicht. Mache ich nochmal. Ich meine, ich habe in dem Spiel schon einige 26, 27, 28 Minuten Parts. Aber ich würde jetzt gerne noch das Level zu Ende bringen. Das, was es wolle. Boah! Jetzt zähle ich schon leise mit und krieg's immer noch nicht hin. Ja, das ist halt auch das Problem. Ich muss da zweimal hüpfen, weil ich muss diese kleine Erhöhung da auch nochmal hoch. Wenn das nicht wäre, dann wäre es auch einfacher. Ja, kein Scheiß, ne? Oh Gott, mal wieder... oh Gott sei Dank. Okay. Oh. Phew. Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, mach mich nicht fertig. Ich dachte, ich komme den Knopf da jetzt nicht hoch. Die 2 mm. Ich sehe nichts. Achso, okay. Oh Gott. Das sieht aber auch... warum? Hm. Ich weiß es nicht. Ah, ich wollte nur sagen, das sieht ja toll aus. Das ist aber relativ schnell wieder ein Checkpoint, kann das sein? Oh. Ich glaube, aus dem Augenwinkel habe ich da noch was blitzen sehen. Da vorne. Ah. Ah, ja, ich glaube, da braucht es Beine. Da braucht es Beine für.
Ja. Ach, jetzt verarsch mich doch nicht. Brauche ich beide Beine oder was? Was soll denn der Scheiß? Also eins muss doch, das muss doch reichen hier, ehrlich. Ja, sag mal, wieso kriege ich denn das jetzt nicht mehr hin? Also was heißt nicht mehr? Aber das sieht nicht schwer aus. Das ist das, was mich gerade ein bisschen irritiert. Das sag ich doch. Okay. Jetzt, was war denn das für ein Ton? Das war doch... Sehr strange. Ah, oh Gott, wie lang der Weg ist. Ja, hier, wuhui, oder so. Strange things happening. Das wäre fast gut gegangen. Ah! Moment, ich hol wenigstens das Fleisch. Sonst heißt es wieder, ich will gar nichts machen. Oh. Da vorne ist auch. Nee, ist das nochmal ein Checkpoint oder ist das das Ende? Und nein, ich mache da jetzt keinen Cut mehr. Ist mir völlig egal jetzt. Dann kriegt er halt mal so einen abendfüllenden. Oh, Moment mal, das geht noch. Das geht noch. Ich glaube, das hat mir sogar. Oh, ich wollte noch sagen, ich glaube, das hat mir sogar das Leben gerettet. Jetzt hat die Frage, komme ich dazu? Nein! Buh! Das ist eigentlich auch eine nette Taktik, ne? Hier immer den Körper so ein bisschen nach vorne. Oh, ja. So viel dazu. Hab's gesehen. Ah, gut. Okay, das wäre Nummer 1. Nee, so weit kann man ja auch gar nicht springen mit dem Kopf. Aber... Ach so. Nehmen alles zurück. Alter Schwede. Ah. Das ist eine Tür, die ich benutzen kann. Ich bin gerade extrem erstaunt, überrascht und verwirrt. Warum ich jetzt wieder zurückgehe? Oh, ich habe irgendwas verloren. Aha, da ist nämlich das Ziel. Und da ist noch Dosen. Oh, da ist noch Dosenfleisch. Das möchte ich eigentlich noch. Hä? Muss ich gleich zum zweiten springen? Der Fuck. Vielleicht geht's doch, oder muss ich ganz am... Nee, das ist vollständig unter Acid, behaupte ich. Dann muss ich vielleicht sogar hier lang. Ups.
Autsch. Ja gut, wir haben noch eine Hand. Das heißt, die Tür kann ich wahrscheinlich noch öffnen. Hier. Oh, dankeschön. Okay. Oh, wir sind bei 30 Minuten. Guck mal. Vielleicht schneide ich den in zwei Parts einfach mal so. Wie ich es bei Binding of Isaac zum Beispiel auch oft mache. Oder eigentlich fast immer. Schauen wir mal. Ach, das ist ja gemein. Oh Mann. Na, immerhin. So, also merke, die Tür nichts gut. Und ich glaube auch nicht, dass hier... Ja gut, man könnte vielleicht den Kopf rüberwerfen, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Fuck. Oh. Ach, nee, sag nicht, das war jetzt einfach nur eine Dingens. Ja, lass mich raten, ich bin jetzt da beim... Ja, ich dachte es mir nämlich fast. Okay. Ja, das muss ja auch noch sein, liebe Entwickler, ne? Dass wir so eine kleine Umleitung nochmal einbauen. Als wäre es nicht so schon. Naja, lassen wir das. Okay, 32 Minuten, nein, das kannte ich nicht. Das müsst ihr euch einfach antun oder auch nicht. Müsst ihr nicht gucken. Und ist nur gut, wenn ich das am Ende des Parts sage, ne? Wisst ihr jetzt nämlich noch nicht. Ja, sei es drum, meine Lieben, das soll es gewesen sein mit Ben and Ed für diesen Nachmittag, wollte ich schon sagen, für diese Aufnahmesession eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Würde mich freuen, wenn ihr mich bis zum Ende, bis zum bitteren Ende begleiten würdet. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.